Ich habe ja heute die Magnet- oder auch Zaubertafel genannt, für Kinder. Hier sind die Füße mit bei, die ich auf den Fotos mit abgelichtet habe. Aber jetzt fürs Video ist das nicht sehr praktikabel, weil die Tafel sonst so hoch steht und man nicht sieht, wie ich damit arbeite. Also den Stift, der hier normalerweise hier oben drin steckt, nehme ich zur Hand und kann dann schreiben oder malen. Zaubertafel oder hier machen Gesicht oder sonst irgendwas. So, das funktioniert schon mal super. Und wenn ich dann die Tafel hier diesen Knopf nach rechts ziehe, dann sieht man, wie das alles wunderbar verschwindet und ich wieder von vorne anfangen kann. Also die setzt nicht aus. Mal wunderbar durch, immer wieder aufs Neue. Man sieht auch, da sind auch verschiedene Farben hier: grün, gelb, blau und rot. Weiß nicht, ob das so gut zu erkennen ist. Und das funktioniert also alles einwandfrei. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, von der Seite geht natürlich immer ein bisschen schlechter, aber es funktioniert wirklich alles flüssig und einwandfrei. Danke, bis zum nächsten Mal.